Hallo, meine lieben Ananasse, und willkommen zurück bei Sweet Amores Campus Leben, Episode 18, offizielle Vorstellungsrunde. Was kann ich dazu sagen? Ich lese einfach vor. Die Angst ist verflogen, aber der Stress bleibt bestehen. Nach deiner mündlichen Prüfung auf zum Cozy Bear Café. Deine Beziehung wird ins Rampenlicht gestellt, aber wird sie von den Personen akzeptiert, die dir am wichtigsten sind? Also unsere Freunde wissen ja eigentlich schon Bescheid, ne? Ich habe im Übrigen immer noch die Halloween-Klamotten an, sehe ich gerade. Ich hoffe, das stört nicht. Weil ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust, mich umzuziehen. Ach ja! Es hatte ja mit Nathaniel geendet. Genau, der in seinen tollen Klamotten. Nath? Ich richtete mich auf. Amber wagte es noch immer nicht, sich zu rühren. Aber. Ich habe mich gefragt, wann ich euch hier wohl endlich begegnen würde. Okay. Ist das alles, was du zu sagen hast? Sie ging auf ihn zu und presste ihn dann mit überraschender Kraft gegen die Tür. Ich hab geglaubt, du wärst. Wie konntest du das nur tun? Sie trommelte mit den Fäusten gegen seinen Oberkörper, bevor sie schließlich den Kopf auf seine Brust sinken ließ. Oh Gott, das muss ja eine extreme Anspannung gewesen sein, die sie hatte. Oh, das tut mir leid, Amber, wirklich. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Hast du denn meine Nachrichten nicht gesehen? Ich war. Wie konntest du einfach weggehen, ohne ein Wort zu sagen? Dieses Mal schlug sie mit aller Kraft gegen die Schultern ihres Bruders. Nathaniel wirkte hilflos. Zwischen zwei Schlägen gelang es ihm schließlich, ihre Handgelenke festzuhalten und sie zum Aufhören zu zwingen. Er nahm sie in den Arm. Wie du siehst, lebe ich noch. Beruhig dich bitte. Einen Moment lang blieben sie so eng umschlungen stehen. Während er weiter seine Schwester im Arm hielt, ließ Nathaniel den Blick durchs Zimmer wandern. Als sich unsere Blicke trafen, löste er sich sanft von Amber. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Du fragst ernsthaft, wie es mir geht? Ich denke, hier geht es genau wie mir. Ihr beide habt doch allen Grund dazu, auf mich wütend zu sein. Ja, allerdings. Kannst du dir vorstellen, wie sehr du Amber damit verletzt hast? Ich dachte schon, sie würde sich etwas antun. Nee, das eigentlich nicht. Oder ich bin wütend. Ich bin glücklich und erleichtert, dass du. Achso, ich bin nicht wütend. Ich bin nicht wütend, ich bin glücklich und erleichtert, dass du lebst. Oder erklär mir zuerst, was passiert ist, danach entscheide ich, wie wütend ich auf dich bin. Das trifft wohl am ehesten zu. Ja, ich auch. Warum hast du nicht auf unsere Nachrichten geantwortet? Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Und was soll dieser neue Look? Er seufzte. Ich habe nicht viel Zeit, euch das alles zu erklären. Ich muss schnell wieder von hier weg. Was? Du musst wieder weg? Er lief im Zimmer auf und ab wie ein Löwe in seinem Käfig. Offenbar versuchte er, seine Gedanken zu ordnen. Nein, ich gehe nicht wieder weg. Und ehrlich gesagt, ich bin schon eine Weile wieder zurück in der Stadt. Tja, haben wir nicht bemerkt. Was? Und warum hast du dann nicht auf meine Nachrichten reagiert? Ich musste. Das ist eine Abmachung, die ich mit Erik getroffen habe. Erik? Der Polizist. Dank ihm konnte ich wieder hierher zurückkehren. Ich verstehe immer noch nichts, Nathaniel. Bitte drück dich ein bisschen klarer aus. Ich habe euch beiden doch erzählt, dass ich mit einem Polizisten in Kontakt stehe. Er versucht, den Drogenring auffliegen zu lassen und ich helfe ihm dabei, indem ich ihm Informationen liefere. An dem Abend des Überfalls wurde ich beschattet. Wir waren unserem Ziel schon sehr nahe, als ich niedergestochen wurde. Das machte unsere Pläne zunichte. Uns war klar, dass ich ab diesem Zeitpunkt genauestens von ihnen beobachtet würde. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Stadt zu verlassen. Klingt logisch.
Ich konnte nicht riskieren, Erik zu kontaktieren, also habe ich mich früh am Morgen davongeschlichen. Amber hing an seinen Lippen. Ihre Angst war deutlich zu spüren. Ich wusste, dass sie mich beobachteten. Sie sagten mir, sie hätten die Adresse von Ambers Hotel und die Nummer deines Wohnheimzimmers, Wooly. Also bin ich ohne zu zögern weggegangen. Ich musste euch vor meinen Dummheiten schützen, vor meinem egoistischen Verhalten. Aber wolltest du wirklich für immer verschwinden? Und wenn ja, wieso hast du es dir dann anders überlegt? Genau dazu wollte ich gerade kommen. Ich bin an diesem Morgen also mit dem Auto losgefahren und habe zum ersten Mal nach 500 Kilometern angehalten, um ein bisschen zu schlafen. Aber mitten in der Nacht wurde ich von einem Mann geweckt, der gegen die Fensterscheibe trommelte. Es war Erik. Er ist ihm gefolgt? Ich weiß nicht wie, aber der Polizei war es gelungen, mich zu finden, ohne das Risiko einzugehen, mich direkt zu kontaktieren. Sie hatten Angst, meine Angreifer könnten sonst nochmal über mich herfallen. Okay. Glaubst du wirklich, sie wollten dich umbringen? Warum haben sie es dann nicht gleich beim ersten Mal getan? Oh, so ein Überfall ist wesentlich leichter durchzuführen als ein Mord, vor allem wenn das Opfer ein Spitzel der Polizei ist. Deshalb war Erik zu mir gekommen. Er quartierte mich in einem Hotel ein und stellte mich unter Polizeischutz. Ich blieb dort mehrere Wochen. Ernsthaft? Ist das schon so lange her? Sie haben mein Handy zerstört, damit ich nicht mehr so leicht aufzuspüren war. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich keine eurer Nachrichten mehr empfangen. Es tut mir alles sehr leid. Aber du hast immer noch nicht auf die Frage geantwortet, warum du wieder hier bist. Ist das nicht zu gefährlich? Die Polizei denkt doch sicher, dass du immer noch nicht in Sicherheit... Ach so, dass du immer noch in Sicherheit bist. Aber wie immer machst du einfach, was du... Meine Rückkehr gehört zu ihrem Plan. Aber warum? Ich soll so die Aufmerksamkeit der Typen erregen. Sie sollen mich bemerken, ohne es allzu auffällig wirkt. Und ich spiele das Spiel mit. Ich habe mein Aussehen verändert, um sie glauben zu lassen, ich wollte dadurch unauffälliger wirken. Ich kehre regelmäßig in meine Wohnung zurück, meistens nachts, und nehme dabei Wege, die sie überwachen. Okay, das klingt gar nicht mal so dumm. Bis sie irgendwann aus ihrer Deckung kommen. Du bist also sowas wie ein Lockvogel? Ja, genau. Aber warum setzen sie dich so einem Risiko aus? Und warum verhaften sie die Typen nicht einfach gleich? Sie haben keine Beweise. Ich muss sie aus der Reserve locken. Ich muss mit ihnen reden und sie dazu bringen, ihre Taten zuzugeben und... Nath hob sein T-Shirt hoch. Ein durchsichtiges Kabel lief über seinen Oberkörper. Und alles wird aufgezeichnet. Ich habe jetzt immer ein Mikro bei mir, über das ich mit der Polizei verbunden bin. Aber dann hören Sie jetzt auch unser Gespräch mit? Ja. Und willst du sie zum Sprechen bringen, bevor sie dich ein zweites Mal niederstechen oder erst danach? Amber, ist das nicht ein bisschen zu kritisch? Ich verstehe, dass euch das vielleicht unvorsichtig erscheinen mag, aber das ist es nicht. Mir wird dabei nichts passieren. Dasselbe hast du auch schon vor dem Überfall gesagt. Oder ich hoffe, du weißt, was du tust. Oder okay, aber bitte sei vorsichtig. Nee, Nath, ich hoffe wirklich, du weißt, was du tust. Ja. Aber mir bleibt doch keine andere Wahl. Nur wenn du das meinst... Man hat im Leben immer eine Wahl, Nath. Du begibst dich schon wieder in Gefahr. Nein, Amber. Dieses Mal habe ich keine Wahl. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist für mich die einzige Möglichkeit, aus dieser Sache rauszukommen. Da gebe ich ihm allerdings recht. Ich kann nicht weiter mit diesen Verbrechern zusammenarbeiten und dabei glauben, dass ich heil davonkomme. Nein, aber du könntest einfach mit all dem aufhören. Na, kann er ja nicht, weil sie bedrohen ihn ja. In jedem Fall muss ich für meine Fehler bezahlen. Aber... Indem ich der Justiz dabei helfe, den Drogenring aufliegen zu lassen, kaufe ich mich in gewisser Weise frei und bringe euch damit aus der Schusslinie. Aber du... Nichts, ich querte das Zimmer und nahm sie in den Arm. Ausnahmsweise bin ich mir einmal sicher, das Richtige zu tun. Bitte vertrau mir. Amber erwiderte die Umarmung ihres Bruders und hielt sich an seinem T-Shirt fest. Sie klammerte sich an ihn, als habe sie Angst, ihn wieder zu verlieren.
Brrr, brrr. Mist, mein Handy war in meiner Tasche. Ich lief eilig dorthin, wo ich sie abgelegt hatte. Es war ein Anruf von Castiel. Oh, hä? Er wartet ja darauf, dass wir Bescheid sagen. Hallo? Ich bin gerade von zu Hause losgegangen und auf dem Weg zu euch. Ist alles in Ordnung? Kim und ich versuchen schon seit über 10 Minuten, euch zu erreichen und wir machen uns Sorgen. Wir haben doch ausgemacht, dass du sofort ans Handy gehst. Warte, Nathaniel ist hier. Was? Ich konnte hören, wie er abrupt stehen blieb. Nathaniel ist bei uns. Er erklärt uns gerade, was passiert ist und ich schilderte ihm die Geschichte in wenigen Worten. Verdammt, wieso mische ich mich eigentlich in dieses... Gut, okay. Ich gehe wieder nach Hause und lass euch in Ruhe reden. Meld dich bei mir. Okay. Ich legte auf und steckte mein Handy wieder ein. Castiel? Ja, wir haben eine Gruppe gebildet, um dich wiederzufinden. Ich hatte geplant, dir hinterherzufahren und... Und vorhin wolltest du mir hinterherfahren? Du hättest damit bloß deine Zeit verschwendet. Ich war direkt... Du hast ja keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ich war völlig aufgelöst. Ich hätte das ganze Land auf den Kopf gestellt, um dich zu finden. Ich habe mich nicht getraut, die Polizei anzurufen, weil ich Angst hatte, du könntest dann noch mehr Probleme bekommen. Ich wusste nicht weiter. Okay, entschuldige. Wenn du schon seit mehreren Wochen wieder hier bist, warum bist du dann nicht schon eher zu uns gekommen? Das wollte ich ja, aber... Erik hat den Moment so lange wie möglich hinausgeschoben. Er hatte Angst, ich könnte euch in Gefahr bringen und außerdem dabei auffliegen. Erstmal muss ich jetzt so tun, als wäre ich zurückgekommen, um meine Sachen zu holen. Danach beginnt dann Phase 2 unseres Plans. Phase 2? Und wer hat sich diesen Plan ausgedacht? Ja, in der nächsten Phase soll ich wieder Kontakt zu den Typen aufnehmen und sie anflehen, wieder für sie arbeiten zu dürfen, weil ich kein Geld mehr habe und nicht mehr weiter weiß. Die Idee stammt von der Polizei. Das ist doch zu gefährlich! In diesem Moment setzt er wieder seine Sonnenbrille auf und ich hatte den Eindruck, ein Lächeln auf seinem Gesicht zu erkennen. Für ihn schien das alles eher ein Abenteuer zu sein, als dass es ihm Angst machte. Es tut mir leid, aber ich muss wieder los. Bitte versucht in den nächsten Tagen nicht, mich zu finden. Und kommt nicht mehr hierher. Aber du hast uns doch selbst den Schlüssel deiner Wohnung gegeben. Ja, und das war dumm von mir. Er lief durchs Zimmer, um ein paar Sachen zu packen. Amber hielt ihn am Handgelenk fest. Du bist hier nicht in einem deiner Krimis, Nathaniel. Du hast nur ein Leben. Genau, und deshalb versuche ich dieses Mal alles richtig zu machen. Ich muss jetzt gehen. Amber sah mich ängstlich an. Sie beobachtete, wie ihr Bruder im Zimmer ein paar Sachen zusammensuchte. Dann verschwindest du also wieder. Ich tue, was zu tun ist und was richtig ist. Er legte die Hand auf die Türklinke. Ich wäre euch lieber nicht hier begegnet. Ich wollte euch nicht noch mehr aufwühlen. Ich weiß, dass ihr gerade mitten in eurer Prüfung für die Uni steckt. Ja? Macht euch keine Sorgen. Die Sache ist bald vorbei. Dann sehen wir uns wieder. Mit diesen Worten verließ er die Wohnung und wir hörten, wie er eilig die Treppen hinunterlief. Ja, aber wann wird das sein? Oh, ich habe zu schnell gedrückt. Ah! Amber, alles in Ordnung? Lass uns gehen, Woli. Ich will nicht mehr drüber sprechen. Sie nahm ihre Sachen und ich folgte ihr. Oh, waren wir schon mal in Naths Badezimmer? Amber steuerte eilig auf den Ausgang des Parks zu. Gehst du zurück ins Hotel? Ja. Okay, soll ich dich vielleicht begleiten? Nein, du solltest jetzt auch lieber nach Hause gehen. Diesem Idioten ist gar nicht klar, was er uns mit all dem antut. Ihm ist nicht bewusst, wie verzweifelt ich war, als er plötzlich verschwunden ist. Für ihn ist das alles nur ein Spiel, wie immer. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle ein bisschen Ruhe und Abstand zu allem, was da gerade passiert. Die Polizei ist auf seiner Seite. Es kann ihm nichts passieren. Wir werden sehen. Das letzte Mal, als die Polizei ihn schützen sollte... Entschuldige.
Jedenfalls danke, dass du heute Abend da warst. Und falls du Kim und Castiel triffst, bedank dich bitte in meinem Namen auch bei ihnen. Ich muss jetzt nach Hause. Ja, mach ich. Verstehe. Sie drehte sich unvermittelt um und steuerte mit schnellen Schritten auf den Ausgang des Parks zu. Ich habe im Park auf euch gewartet. Verdammt! Hast du mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Alles in Ordnung? Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das alles langsam nicht mehr verstehe. Und es gibt auch nicht wirklich etwas, was ich noch tun kann. Ich näherte mich ihm und schmiegte mich an ihn. Er küsste behutsam mein Haar. Du hast schon genug getan. Ist Kim schon nach Hause gegangen? Ja. Okay. Möchtest du diese Nacht bei mir schlafen? Ja, gerne. Der Abend hat mich ziemlich aufgewühlt, da möchte ich jetzt lieber nicht allein sein. Oder... Nein, ich glaube, ich möchte jetzt lieber nach Hause. Ich glaube, ich möchte nicht alleine sein. Ich meine, wenn er das schon anbietet. Das habe ich mir gedacht. Ja, und du weißt genau, dass ich immer gern bei dir schlafe. Bei mir oder mit mir? Okay, kurz beruhigen, damit ich das ordentlich lesen kann. Okay, ich brauche noch einen Moment. Puh. Bei mir oder mit mir? Das ist nicht ganz dasselbe. Ich werde dir nicht die Freude machen, auf diese hinterlistige Frage zu antworten. Dann komm. So habe ich außerdem gleich jemanden, der mir morgen früh die Brötchen holen geht. Das ist perfekt. Das hast du dir wohl so gedacht. Aber nichts da. Ich schlafe morgen früh aus. Um ehrlich zu sein, ich muss morgen schon früh los. Aber du kannst noch liegen bleiben, solange du möchtest. War nur ein Scherz. Ich habe in der nächsten Woche viel zu tun. Wir wollen hoffen, dass wir die mündlichen Prüfungen alle lebend überstehen. Ja, aber wir haben es ja bald hinter uns. Ich nahm seine Hand und wir gingen gemeinsam durch den Park in Richtung seiner Wohnung. Als wir ankamen, setzte ich mich aufs Bett. Mir war plötzlich schwindelig. Alles in Ordnung? Mir dreht sich plötzlich der Kopf. Das ist bei all der Aufregung heute Abend doch nicht wirklich überraschend. Leg dich hin, ich hol dir ein Glas Wasser. Nein, geht schon. Ich hab gesagt, du sollst dich hinlegen. Hör auf, dich ständig gegen die Hilfe anderer zu wehren. Sei ein bisschen nachsichtiger mit dir selbst. Ich tat, was er sagte. Er brachte mir ein Glas Wasser und schob dann behutsam ein Kissen unter meine Füße, um sie höher zu lagern. Bestimmt ist dein Blutdruck abgefallen. Du solltest dich jetzt ausruhen. Castiel zog mir die Schuhe und Strümpfe aus und gab mir dann einen sanften Kuss auf die Stirn. Oh, das ist gerade irgendwie so fürsorglich. Ich glaube, diese Seite gefällt mir. Ein fürsorglicher Castiel. Okay. Ich mache jetzt das Licht aus. Sag mir Bescheid, falls du irgendwas brauchen solltest. Okay, danke. Ich spürte seine Hand auf meinem Bauch. Durch das T-Shirt hindurch streichelte er mit den Fingerspitzen über meinen Bauchnabel. Zuerst hatte mich der Gedanke, allein mit ihm in seinem Zimmer zu sein, ein bisschen gestresst. Beim letzten Mal hatten wir dort... Aber letztendlich fühlte ich mich beruhigt, hier in seinen Armen zu sein. Ich sollte diese Momente mit ihm genießen und so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen, bevor er weggeht. Ich schob den Gedanken daran sofort wieder beiseite und schmiegte mich noch ein bisschen enger an ihn. Morgen erwartete mich ein langer Tag. Ich dachte an meine mündliche Prüfung und an die Bedeutung, die ihr Bestehen für mich hatte. Nathan und ich hatten eindeutig nicht dieselben Prioritäten. Ich wusste nicht, wie ich ihm helfen konnte, außer damit für ihn da zu sein und ihm zuzuhören. Aber nur aus eigenem Antrieb konnte er letztendlich aus dieser ganzen Sache rauskommen. Ich zwang mich dazu, die Augen zu schließen und bemühte mich einzuschlafen, aber ohne Erfolg.
Und damit beenden wir diesen Part und sehen, wie es morgen weitergeht. Tata, meine lieben Ananäschen. Bis zum nächsten Mal.